Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisps. In der letzten Folge haben wir die Dash-Fähigkeit bekommen, die uns sehr nützlich ist, die man sogar in der Luft einfach einsetzen kann. Damit können wir jetzt hier rüber zum Beispiel und mit unserem schönen Bogen, den wir auch in der letzten Folge bekommen haben, dieses lilane Ding endlich abschießen, weswegen wir diesen ganzen Umweg eigentlich erst gegangen sind. Und hinter dieser Tür soll nämlich der Quollock sein, der uns hilft. Wir sind nämlich gerade in Quollockstal, der uns helfen soll bei der Suche nach Klein Kuro, weil der weiß das anscheinend, weil der Geist des Waldes ist oder so, keine Ahnung. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Quollock. Hier haben wir bitte nicht noch ein Rätsel, ich bin so schlecht in den Rätseln. Aber Quollock ist jetzt kein Gegner, oder? Ist das wieder der Hound? Oh, ein riesiger, komischer Käfer. Aber wie heißen die denn? Ist das so ein Nashornkäfer? Ich glaub schon. Warte mal, hä? Oh, er hüpft. Okay, er sagt das doch, dass du hüpfst. Warte, erstmal checken, was er macht. Hüpft er immer? Wahrscheinlich hüpft er immer. Er hüpft immer. Ja. Dann kann man... Okay, man darf ihn nicht berühren. Da muss ich erst aber noch mit klarkommen, dass man die Gegner nicht berühren darf. Aua, hallo. Okay, dann muss ich mich mal kurz heilen. Das tut mir leid. Ich bin so schlecht in diesen ganzen Ausweichen. Okay, spring nochmal, danke. Zack, 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 zack. Ich will nämlich immer an den Gegner ranlaufen, aber in diesem Spiel darf man das nicht. In diesem Spiel muss man an einer Stelle stehen bleiben. Und dann attackieren, weil wenn du in den reinläufst, dann kriegst du halt Schaden. Meine Güte, hat der viele Leben. Wie soll ich den denn vernichten? Verliert er irgendwann noch seine Rüstung vielleicht? Weil sonst... Alter, habe ich ja gar keine Chance gegen den. Gut, ich glaube, ich muss ihn aber heilen. Wir haben hier leider keine Energievorkommen. Heißt, wir haben keine Chance, unsere Energie noch weiter aufzuladen. Komm, hier komm doch, du Kleiner. Du hast viel zu viele Leben. Und ich werde einfach immer trotzdem getroffen, egal. Mann, egal ob ich hochspringe oder nicht. Ja komm, den kriegen wir aber ja wohl locker hin. Ja komm, spring nochmal. Wir machen aber auch gar kein Damage. Damit minus 4 immer nur. Aua. Mann, wie soll denn der denn ausweichen, wenn er vorne so groß ist? Unfair. Zack. Ja, komm, ein Hit. Nein, ein Hit noch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den beim ersten Mal hinbekomme, aber gut. Aufs Horn genommen habe ich dich. Ja, kleine Mogis, ich habe euch gerettet vor diesem fiesen Biesen Coronavirus-Käfer. Das war ich, das stimmt. Ja, war cool, dass man hier sofort seine Fähigkeit auch einsetzen muss. Die Dinger kenne ich auch noch aus dem ersten Teil. Aber wir haben... Oh mein Gott, wir kriegen gleich diese komische Fähigkeit, dass wir an Objekten drangehen können, oder? So wie ich das hier gerade sehe. Ach, er soll das hier kaputt machen. Ja, schon klar. Schon klar, danke. Ich bin ein bisschen zu weit vorne in diesem Game. So, ich versuche erstmal oben natürlich lang. Denn hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ob das muss mir doch irgendwas gebracht haben. Bitte. Oh, da kann man einen... Warte, ich habe was gesehen. Kann man einen... Eben hat es kurz funktioniert. Oh, come on! Das funktioniert. Oh, ich hätte den Schnellschuss noch gar nicht ausgewählt. Ich habe einfach in der letzten Folge gesagt, ja, jetzt können wir schneller schießen. Sieht man ja, ne? Aber war gar nicht so. Und ich habe das auch nicht ausgerüstet, dass ich mir Schaden mache. Ich habe ja gar nichts ausgerüstet. Ja, lol. Okay, whatever. Ich würde da garantiert noch hochkommen, wenn ich das ein bisschen länger hier probieren würde. Aber ich habe gerade keine Lust dazu. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal die Splitter ausgerüstet. Das würde uns zumindest auch helfen. Jetzt können wir mehr Schaden machen. Wow, das hätte uns beim Boss vor allem geholfen. Aber in Ordnung. Nutzen wir das erst ab jetzt. Aua, falsche Taste gedrückt. Ey, spuck du mal. Diese Spuckdinger könnte man dann locker auch wegschubsen. Mit der neuen Fähigkeit, die wir hier hundertprozentig bekommen. Das muss diese Fähigkeit sein. Die Dash-Fähigkeit. Oder Bash-Fähigkeit, besser gesagt. Ja, du hast jetzt den Stoßangriff. Mit LB? Oh mein Gott. Die haben die ganze Tastaturbelegung hier umgeändert. Kann man das irgendwie auf was anderes setzen? Oh, darf ich bitte nicht LB dafür einsetzen? Das wäre voll toll. Das ist auf jeden Fall die beste Fähigkeit, die es beim ersten Teil gab. Aber beim ersten Teil musste man dafür Y drücken und nicht LB. Da gibt es auch einen Trick, Leute. Drück in eine Richtung. Komm bis da. Ich drücke in keine Richtung.
Komm bis da. Okay, funktioniert doch noch. Kann man nicht ein bisschen austricksen, diese Dinger. Warte, die kann man auch benutzen, naja. Hier, komm mal her. Ich brauche dich einmal. Hui. Und da hoch und dann da hoch. Und dann brauche ich dich bitte noch einmal. Und jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie ich da hochkommen soll. Kannst mir nicht erzählen, dass ich hier erst noch diesen Supersprung brauche, um da hochzukommen. Dann machen wir das so. Whatever. Dankeschön. Ein Fragment einer Energiezelle. Ja. Die muss man natürlich schon mitnehmen irgendwie. Spuck mal hier runter, liebes Ding. Ich brauche nämlich dein komisch lila Teil. Bitte noch einmal. Ist ja super nett von dir. Krasser Typ. Nochmal. Danke. Da links ist garantiert irgendwas versteckt. Merci. Hopp, hopp. Hoch, runter, links, rechts. Rechts geht's weiter, das heißt, wir gehen erstmal nach oben, ja? Okay. Komm, komm raus. Ja, danke. Mehr wollte ich noch gar nicht. Nochmal ein paar Dinger. Aua. Schimmelwaldtiefen. Wir waren gerade in den Schimmelwaldtiefen, Leute. Und hier soll jetzt der kleine Quarlock sein, der uns hoffentlich in die ersten richtigen Dungeon reinbringt. Quarlock, bist du hier? Hallo? Bin einen weiten Weg gekommen. Und möchte dich fragen, hast du einen kleinen Eulen-Kuro gesehen? Ich bin Quarlock, die Kröte des Schimmelwaldes. Ein Geist in meinem Sumpfland. Loki hatten recht, ich wollte ihnen glauben, aber es war so lange her. Ich bin Quarlock, ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein Kleines. Die Moki sagen, du suchst deine Freundin, eine Eule. Sie ist weit im Osten runtergefallen. Der stille Wald hat sie in seinen Klauen. Wo es keine Eulen mehr gibt. Das sind alles Eulen gewesen. Einst führte der Wasserweg hinter mir dorthin, doch das Wasser wurde faul und unpassierbar. Jedoch gibt es einen Weg. Im Westen des Brunnenquell verbirgt sich eine große Wassermühle. Solltest du sie wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Moki brauchen mich. Doch ich kann dir etwas geben. Ein Fragment des uralten Lichts, das einst diese Wildnis erleuchtete. Krieg ich jetzt endlich mein Sein wieder? Ja, hallo Sein! Guten Tag, dich habe ich vermisst. Dann muss ich diese blöde Klinge nicht mehr verwenden. Möge die Stimme dich durch das gefährliche Land führen. Ich bin die Stimme des Waldes. Es ist lange her, dass ich deinesgleichen sah. Und es ist lange her, dass ich das Moor verlassen habe. Aber ich werde mein Bestes tun. Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Ja, geh zum Brunnenquell und erinnere das Wasser daran, was es heißt zu fließen. Das finde ich sehr gut. Danke, Quarlock. Und wir haben Sein! Wie, die ich noch nicht ausgerüstet habe. Warte, wir nutzen auf jeden Fall Sein. Wie nutze ich Sein? Kann ich die nicht nutzen? Das wäre richtig sad. Hallo, ich will Sein benutzen. Oh. Repariere, was sie plagt, damit das Wasser wieder fließen kann. Dann kann ich mit dir reden. Ich will Sein benutzen. Toll, jetzt ist sie einfach nur an unserer Seite und ist quasi wie Navi auch aus der Legend of Zelda, oder was? Hey, listen, hey, hey, siehst du das? Hey, hey. Das Wasser hier ist dunkel. Wir können nicht angeln. Wir können nicht angeln. Schauriges Wasser. Schauriges Wasser. Die Mühle regt sich nicht, darum ist das Wasser so still. Und es quillt. Gar nicht über. Na
Hallo, ich will dich gar nicht vernichten. Okay, warte, warte, darf ich hier rein? Nee, das sieht auch vergammelt aus. Ja, das ist vergammelt. Dann lass mich mal wieder hoch. Merci. Die kann man übrigens auch töten, wenn die einmal schießen und man dann das Ding nimmt und auf die selber raufschießt. Warte, wenn man das ein bisschen schneller macht. Okay, egal. Egal, Leute. Bin zu schlecht dafür. Hallo, Quarlock. Tschüss, Quarlock. Ich mach das schon. Dann also ab zur Wassermühle. Okay, Muki. Aktiviere! Schalter! Dank ihr kleinen Mookies komme ich hier jetzt oben hin, ja. Mega geil, da sind noch mal ein paar XP. Woo, 50, das hat sich gelohnt. Oh, da oben sind ja auch noch welche. Warte, warte, kleine Fliege. Hallo? Moskito, Moskito-Ding, komm mal her. Moskito. Psst. Dann nicht. Halt das dafür. Aber es gibt, warte, man kann locker auch von der, ja, man kann auch vom Moskito sich abstoßen. Hallo, Moki. Was ist denn hier der Plan? Bis kein Moki, das sehe ich sofort an deinen Schleppohren. Ich bin sehr aufmerksam. Man nehme diese Karte, die ich gefunden habe. Ich würde die Lupo dem Fotografen geben, aber er hat genug Karten. Der mit den Federn soll sie bekommen. Ich habe gehört, er hätte gerne Karten geliebt. Vielleicht würde er diese mögen. Könntest du sie ihm bringen? Ich habe ihn auf der Brunnenquelllichtung gesehen, mit 3L. Sie ihn geschmähen, machen wir doch im Gehen. Danke für die Nebenquest und wir gehen hier hoch und dann gehen wir... Warte, das kann man bestimmt kaputt machen. Da, ja, mega geil. Ich brauche dich gar nicht. Aber vielleicht brauche ich dich doch. Ab! Was bist du? Wieder so ein Gebäude-Dingsbums. Hat aber anscheinend erst später eine tragende Rolle. Haha, tragende Rolle, weil Gebäude und so. 1, 2, 3 und hopp! Achso, hier ist ein Pole. Sehr gut. Immer überall gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch Sachen versteckt sind. Kann überall sein. Und dann kaputt machen. Dann sind wir, glaube ich, schon da. Hey, wer hat meine Mauer eingerissen? Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Achso, lol, das ist bestimmt der Typ, der Gebäude heil macht. Ja gut, dann ist der jetzt doch schon schneller gekommen, als er dachte. Traudesheim, das hier ist quasi unser Hub, ja? Wie schnell können wir denn jetzt eigentlich angreifen? Ja, okay, doch, das ist ein bisschen schneller als vorher. Okay, hier kommt man zumindest hoch. Es bringt mir nur nichts. Manu, wieso bringt mir das alles nichts, wenn ich irgendwo hochkletter? Was soll denn da oben dann sein? Wahrscheinlich lebt da noch irgendjemand anderes. Hallo, Opfer. Du hast mich gerade Opfer genannt. Ah, sei gegrüßt. Ich sehe, du hast die Lichtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt. Gerüchte einer alten Bibliothek haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns da ja. Willst du noch eine Fähigkeit verbessern? Gerne. Ich habe so viel Stuff, Digga. Geisterschlag soll sehr gut sein, meinte der PSI. Auf dessen Account ich, by the way, auch dieses Spiel spiele. Da nochmal danke an den PSI. Weil ich zu wenig Geld habe, mir diesen Scheiß zu kaufen. Ein Stachel finde ich halt eigentlich auch ganz geil. Aber da der PSI meinte, der Geisterschlag ist voll toll. Holen wir uns den Geisterschlag. Zack. Haben wir sogar noch verbessert zum Schockschlag. So, Geisterschlag. Machen wir mal statt den Leben, oder? Ja, statt den Leben. Kostet zumindest keine Energie und das ist einfach so ein riesiger Hammer. Okay, ich glaube, der wird noch irgendwie wichtig sein später. Hier haben wir einen schönen Ofen. Wo ist denn der Typ jetzt? Hallo? Was und noch weiter links? Ist nicht dein Ernst. Hallo, Tok. Was hast du nochmal? Was ist das für ein Stück Papier, das du hast? Diese klaren gepunkteten Linien, dieses auffällige X, das ist eine Schatzkarte. Hier, ich tausche mal den Wanderbeutel dafür ein. Na, machst du? Da, danke für den Wanderbeutel. Ich bin eine angehende Abenteurerin, die eine Tasche benötigt. Ist okay. Hier haben wir noch einen neuen. Aber doch nicht. Muss erst repariert werden. Hi, ich habe deine Mauer kaputt gemacht. Ach, ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist wirklich hier. Even beherbergt abermals ein Geist. Mauer hast du ja schnell niedergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Zerfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz werde ich allen enttäuschen. Die Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als sie in die Minen flohen. Ohne die nötigen Vorräte könnte mein Traum einer Zuflucht vorbei sein, ehe es begonnen hat. Aber ich habe ja 3 Golek-Erze. Hier, mach doch mal das Geisterportal heil. Da kann ich immer wieder dahin mich teleporten tun. Ich bin ganz deiner Meinung. Was denn noch? Dornige Situation. Kommt man bestimmt noch an irgendwelche neuen Sachen ran, wenn hier die Stacheln weg sind. Aber erstmal brauche ich es nicht. Und haben wir hier oben noch was? Da ist auf jeden Fall noch so ein Moki. Nochmal Erfahrungspunkte immerhin. Aber sonst nichts. Okay. Aber da oben kommen wir doch locker hin.
Maler Jump. Hä? Maler Jump. X. Doppeljump. Der Brunnen ist jetzt im Weg. Lol, ich kann X nicht einsetzen. Ja! Das hat funktioniert. Okay, was bringt mir das hier oben zu sein? Bringt mir das irgendwas? Ich bin hier oben. Hallo, Leute. Aber es bringt mir nichts, gell? Vielleicht kann ich noch weiter hoch? Ah, doch, das sieht gut aus. Ja! Easy game. Da komme ich... Nein! Nein! Wie soll ich das hier so... Ob ich durch die Brücke durch kann? Ich hoffe es. Warte mal. Nein, kann man nicht! Oh Mann! Okay, alles unnötig, was ich hier mache. Never mind. Dann lass einfach den... den Tempel machen. Genau, hier kann man dann runter, wenn die Stacheln weg sind. Und da gibt es dann bestimmt irgendwas. Ach guck, der Twillen lebt jetzt auch hier. Ich wohne jetzt hier. Willst du den Splitter verbessern? Feinde lassen zwei zusätzliche Geisterlichtkugeln fallen. Was sind denn Geisterlichtkugeln? Sind das diese orangenen Dinger? Wenn ja, dann ist das bestimmt ganz cool. Dann nehmen wir das mal mit. Und eine Energiezelle und eine Lebenszelle für jeweils 200. Das kann man auch easy peasy machen. Ach so, aber das kann ich alles gar nicht ausrüsten, ne? Ja, ich muss die alle ausrüsten. Ah! Gut, wir nehmen raus, dass wir 10% weniger Schaden bekommen und nehmen dafür rein, dass mehr Lichtsplitter da rauskommen. Ich hoffe, das sind einfach diese Dinger, dass wir mehr orangene Dinger bekommen. Warte, warte, warte. Kann man den Hammer benutzen, um da durchzukommen? Hahaha! Okay, der Hammer ist ja richtig OP. Okay, mit dem Hammer kriegen wir ein weiteres Erzstück. Nice. Es wird aber auch nicht gesagt, dass das ist. Aber ich hab's mir irgendwie gedacht. Wer bist du noch? Motei. Oh, ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist hier im Nieven. Aus der Nähe bist du kleiner, als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist nicht sicher hier draußen, weißt du? Überall Corona und so, das ist echt nicht cool. Aber möchtest du meine Aufzeichnungen mal angucken? Wir haben 14% des Spiels schon geschafft. Das mag und will ich nicht glauben. Aha, Statistiken. Ja, ja, cool, cool. Danke. Okay, genug rumgegammelt. Lasst uns zur Windmühle gehen. Da oben sehe ich... Warte. Das ist ein geheimer Raum. Okay, wait. Kommt man in diesen geheimen Raum rein? Von hier aus schon? Nee. Okay, keine Ahnung, warum ich da jetzt kein Damage bekommen habe. Cheating. Hui. Bin garantiert... Hä? Und wo denn dann? Hallo? Da war ein geheimer Raum. Ich habe ihn doch genau gesehen. Also man kann ihn von hier aus sehen. Ja, da ist ein geheimer Raum. Vielleicht komme ich da auch mit meiner coolen... Na, fast. Come on, das muss doch... Das funktioniert ja wohl. Haha, ja, easy game. Locker sollte man hier noch gar nicht hin. Oder? Ich glaube nicht, dass da so viele Leute drauf kommen. Aber vielleicht fühle ich mich auch cooler, als ich bin. Das kann auch sein. Was ist das da? Da leuchtet doch auch schon wieder irgendwas. Das ist bestimmt noch irgendeine andere Fähigkeit. Ah, locker soll man hier das Ding rausziehen. Und dann hätte man hier oben hingehen können oder so. Was anderes kann ich mir denn nicht vorstellen. Egal, geht ja auch so, Leute. Geht doch auch so. Was tut für ein Viech? Ich mach das Spiel voll kaputt. Danke. Ich vernichte dich dafür auch nicht, weil du mir geholfen hast. Weil du so lieb und nett bist. Ein ganz neues Gebiet. Waren wir hier noch gar nicht? Bin ich einfach nur zurückgelaufen? Tachchen. Da rechts ist doch bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Ein Erz. Von mir aus. Da sage ich doch nicht. Nein, aber der Brunnenquell ist auf der linken Seite. Aber waren wir hier rechts auch schon und haben wir alles gemacht? Ich sollte vielleicht auch mal ausprobieren. Ups. Wie viel dieser komische Hammer an Schaden macht. Minus 12 Schaden. Ich glaube, das ist der dreifache Schaden von das, was unser normaler Schwert-Dingsbums macht, ne? Sieht sehr schön aus. Aber ich glaube, hier darf ich noch gar nicht hin. Wir fallen bei irgendeinem so Bären hier ein. Ob das so gut ist? Ja, ist tatsächlich ein Bär. Hallo? Lebst du? Hi, hast du irgendwas Interessantes für mich? Ist er nicht mehr in seine Höhle gekommen, um sein Mittagsschläfchen zu halten? Hey! Wenn man dich vielleicht einmal abschießt? Okay, ich darf hier gar nichts machen, tatsächlich. Juckt ihn nicht, dass man ihn mit dem Pfeil abschießt. Habe ich auch keine Energie mehr. Okay, kommt dann wohl erst später. Oh, hallo Moki. Oh, hallo. Gehst du zu dem kalten Ort? Ich gehe dorthin, um ein paar Spitzbären zu sammeln. Zumindest hatte ich das vor, aber da ist ein großer Bär in meinem Weg. Er schläft. Ich habe versucht, ihn mit einem Grashalm an der Nase zu kitzeln, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht war der Grashalm nicht groß genug. Okay, also Grashalm. Weitere Nebenquests. Dann jetzt aber wirklich ab zum Brunnen. Und da ist sie. Da ist der erste Dungeon. Haben wir aber ganz schön lange gebraucht, um da hinzukommen. Und man geht da gar nicht rein, sondern ist einfach in der Außenwelt?
Der Brunnenquell. Ich gehe aber erstmal nach unten. Immer erst den Weg, wo man nicht lang gehen soll. Soll das hier blauer Moos sein? Ja, tatsächlich. Blauer Moos gefällt mir sehr. Damit kann man überall hin. Und dann kann man hier runter. Und dann kann man hier weitergehen. Und das bringt mir gar nichts. Oder vielleicht doch. Bin mir da nicht so sicher. Was bringt mir das hier alles? Ich werde jetzt locker sterben, weil das Wasser hier doof ist. Aber da ist so ein Mana-Kristall. Hätte ich ja schon gern. Das wird viel einfacher hier sein, wenn man das Wasser natürlich erstmal klären würde. Aber das ist locker auch so möglich. Warte, mit hier Trick-Action. Scheiße. Nein, so knapp! Das ist locker möglich, warte. Ich muss das ausprobieren. Ja, guck, easy peasy. Ich komme jetzt zwar nicht mehr zurück und bin hier wahrscheinlich gesoftlocked, aber sonst... Ja, scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich komme gar nicht mehr zurück. Naja, let's try. Aber es wird nichts werden. Ach doch, ich starte oben wieder. Haben wir den jetzt trotzdem bekommen? Nee, haben wir nicht. Okay, also man muss wieder zurückkommen. Okay, wie machen wir das? Wir geben uns erstmal eine Lebenszelle mehr. Dann sagen wir kriegen 10% weniger Schaden. Dann heilen wir uns einmal, damit wir volle Leben haben. Und dann machen wir dasselbe wie eben und hoffen, dass wir diesmal nicht sterben. Hopp, hopp, hopp. Wieder aus dem Wasser raus. Ja, easy. Ja, guck mal, ich bin sogar nur einmal in Wasser gekommen. So, jetzt ist aber die Frage, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Okay, das kann man... Ach, lol! Ich bin so ein Vollidiot. Man musste sogar da runter? Ist nicht dein Ernst. Was, jetzt wirklich? Oh, ich habe es trotzdem voll falsch gemacht. Ja, GG. Eigentlich sollte man da rein und so, oder was? Okay, warte. Was sollte man machen? Man sollte hier rein... Und dann in den nächsten rüber, oder was? Nee, was soll man denn hier machen? Da kann man auf jeden Fall ran. Ja, dann. Oh, warte, man kann oben wieder raus, ne? Warte, nein, ey, ich werde hier doch zerdrückt. Ey, weh, ich muss das jetzt nochmal machen. Der hat schon gespeichert, ne? Ja. Ja, mir egal. Ich muss das ja alles gar nicht machen. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Und dann da einmal rüber. Okay, doch. Ich will schon mal gucken, was hier drin ist, wenn es hier irgendwas Interessantes gibt. Aha, guck, da ist nämlich 100 dieser Dinger, immerhin. Und dann kann ich da oben einfach raus. Von mir aus, dann machen wir das so. Hopp, hopp. Schön. Haben wir das auch gemacht. Zwar nicht auf die Weise, wie es, glaube ich, gemacht werden sollte, aber das ist ja egal. Hauptsache, es funktioniert. So, da drüben kommt man auch locker hin. Ob uns das jetzt was bringt? Warte, kann man da durch, ja? Weiß ich auch nicht. Was mache ich denn hier überhaupt? Da oben ist auf jeden Fall noch ein Splitter. Okay, das geht schon mal nicht. Muss man da wirklich auch von der rechten Seite rein? Gehen wir halt den normalen Weg. Ist auch in Ordnung. Komme ich doch mit klar. Wird uns wahrscheinlich aber helfen bei dem Dungeon. Der vermutlich gar nicht so schwer sein wird. Aber egal. Da hoch, da hoch. Und da haben wir doch schon den Splitter. Oder auch nicht, weil ich da nicht durchkomme. Ist das? Ja, da brauchen wir wieder einen Schalter für, gell? Aua, aua, da ist doch der Schalter. Und was haben wir hier? Lebensernte. Du hast einen neuen Geistersplitter. Damit lassen Feinde mehr Lebenskugeln fallen. Das braucht man ja nun wirklich gar nicht. Aber, wo er gerade Leben sagt, wir können ja das hier mal rausnehmen. Und stattdessen die Lichternte reinpacken. Alright, der kleine Abstecher hat sich nicht gelohnt. Gut, mehr gibt es hier anscheinend gar nicht, bevor wir dann in den Schrein reingehen. Den werden wir aber beim nächsten Mal machen, weil diese Folge schon wieder zu lang. Deswegen beim nächsten Mal dann die Wassermühle. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, weil ja, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Das sieht hier so aus, als ob man da runtergehen könnte, aber anscheinend doch nicht. Na gut, tschüss.